23% würden laut einer aktuellen bundesweiten Umfrage Friedrich Merz zum Kanzler wählen. Interessant dabei ist aber der Unterschied, den Alter und Geschlecht ausmachen. Bei den Frauen unter 30 sind es nämlich 9%. Woran liegt das? Sind es seine Tanzskills? Oder ist es ein Mr. Burns-Blick, wenn Luisa Neubauer spricht? Man weiß es nicht. Aber 9%, das ist natürlich eine schockierende Nachricht. Nicht, weil das 14 Prozentpunkte weniger sind als 23, sondern weil es 9 mehr sind als 0. Was ist mit diesen 9% junger Frauen los? Sind die einfach klüger als wir alle? Sind sie als Einzige in der Lage, in Friedrich Merz den modernen Feministen zu erkennen, der uns anderen Banausinnen, ob der Subtilität seines Auftretens bislang entgangen ist? Und da haben die einfach alle einen Knall. Ganz ehrlich, das sind die beiden Möglichkeiten. Entweder die sehen etwas, das sonst für das menschliche Auge unsichtbar ist, oder sie sind, naja, sagen wir, bemerkenswert selbstlose Menschen, was ja toll ist. Frauen, die den Kandidaten einer Partei wählen wollen, deren Frauenanteil im Bundestag nur noch von der AfD unterboten wird. Einer Partei, die der Geschlechtergerechtigkeit in ihrem Grundsatzprogramm ungefähr so viel Platz einräumt wie Donald Trump Empathie in seinem Herzen. Den Kandidaten, der 1995 gegen eine Liberalisierung des Abtreibungsrechts stimmte und 1997 dagegen, dass Vergewaltigung in der Ehe als eigener Straftatbestand gilt. Der 2001 Angst davor hatte, dass sich ihm ein schwuler Mann nähern könnte und der 2022 eine Frauenquote in seiner Partei durchgesetzt hat. Moment, was? Wie passt das denn jetzt ins Konzept? Friedrich Merz hat sich für Frauen eingesetzt? Ja. Und er hat das sogar super begründet. Er hat gesagt, es geht jetzt um ein Signal nach draußen, dass wir das Thema ernst nehmen. Okay, es hätte ihm auch um Gerechtigkeit für Frauen gehen können, aber ein Signal nach draußen ist natürlich auch super wichtig. Aber wirklich, ich bin beeindruckt. Friedrich Merz, der Frauenheld. Das Einzige, was das jetzt noch kaputt machen könnte, wäre, wenn er das im Jahr nach einer verlorenen Bundestagswahl gesagt hätte, zu einem Zeitpunkt, zu dem Umfragen gezeigt haben, dass eine Mehrheit der Deutschen für Frauenquoten sind. Wenn ihm nur dadurch plötzlich aufgefallen wäre, dass über 50% der Wählerinnen und der Wähler in Deutschland Frauen sind. Aber so war das ja nicht, oder? Friedrich Merz würde sich doch nicht aus taktischen Gründen als Feminist aufspielen. Wenn er sich zum Beispiel, wie 2020, für ein Burka-Verbot ausspricht, dann auf keinen Fall, weil er denkt, dass er damit Leute für sich gewinnen kann, die diesen Islam sowieso doof finden. Nein, was ihn antreibt, ist die ehrliche Überzeugung, dass man sich für die Freiheit von Frauen einsetzt, indem man ihnen etwas verbietet. Klingt ja auch logisch. Genau wie das eine Mal Anfang 2023, als er sich so toll für Grundschullehrkräfte eingesetzt hat, die von kleinen Paschas und ihren Vätern terrorisiert werden, insbesondere wenn es sich um Lehrerinnen handelt, hat er da gesagt. Da hat er vor lauter Übereifer sogar angefangen zu gendern. Wobei er, muss man dazu sagen, ein paar Monate später wiederum im Juni auf Twitter geschrieben hat, mit jeder gegenderten Nachrichtensendung gehen ein paar hundert Stimmen mehr zur AfD. Die AfD hat hohe Umfragewerte, daran muss doch so ein Frauendings da schuld sein. Sich für geschlechtergerechte Sprache einzusetzen, ist nämlich sehr viel unpopulärer als für Frauenquoten. Also, alles richtig gemacht. Ein guter Feminist ist ja bekanntlich ein Mann, der sich für Frauenbelange einsetzt, solange es bequem und nützlich für den Mann ist. Und bei so viel Einsatz und so viel authentischer, selbstloser Sorge muss man sagen, Herr Merz, die 9% sind ehrlich verdient. Und damit ist auch Rotterdam komplett überschwemmt, während in der Lüneburger Heide der 7. aktive Vulkan entdeckt wurde. Aber hey, auch positive Nachrichten im Jahr 2031. Extra 3 läuft weiterhin in der ARD-Mediathek, moderiert von ihrem Christian Ehring. Denn es gibt keine Menschen mehr, aber die ARD-Mediathek überdauert jede Apokalypse.